Jo, Paderborn Kulturwerkstatt und wir betrachten ein wenig die Ahnengalerie. Weil Pete Allen war auch schon hier gewesen, Moonshine. Ich habe so das Gefühl, die meisten Bands... Das dritte Ohr ist das Wichtigste. Wo ist das dritte Ohr? Oh, da ist das dritte Ohr, genau. Das dritte Ohr. Mike ist aus Hildesheim. Als Hildesheimer. Mike ist aus Hildesheim und ist natürlich... aus Hildesheim kommt fast alles, was namhaft ist, unter anderem halt auch das dritte Ohr. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das dritte Ohr, googelt es einfach mal. Mike, oder wie? Das ist die Blueskapelle schlechthin. Wie, ich dachte, das sind die BB and the Blues Shakes. Ja, okay, also die ehemalig besten. Jetzt sind BB and the Blues Shakes die besten. Nein, natürlich, auf jeden Fall. Weil die kommen auch aus Hildesheim. Ja, wie was alles. Mit, was mit Bob und Lee, die kommen nicht aus Hildesheim. Das stimmt, aber die sind oft da. Achso, na dann geht's ja noch sogar. So. Okay, was haben wir noch so für schöne Sachen hier? Ich möchte, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Nee. Pass auf, hier. Das da ist, glaube ich, unser Verlagsmann. Klasse. Die 80er waren eine großartige Zeit. 2011 ist auch eine großartige Zeit. Golo ist immer noch in Saft und Kraft. Koch. Uka, U. Nix Uka, U. Das war der Ruf von Tarzan, wie er seine Elefanten gerufen hat. Ehrlich? Hat er mir Tantor, Onk gesagt. Ja, so mal einer sagen, unser Podcast war nicht auch nebenbei ein bisschen lehrreich, ne? Und unterhaltsam. Jeder der Tarzan-Gucker, damals als Tarzan noch Lex Barker war. Kannst du deinen Daumen mal schneller schütteln? Das sieht extrem geil aus. Pass auf, dass du den nicht kaputt machst. Michael Tresker hat die Haare schön. Endlich mal. Wir haben hier eine lustige Ansammlung von Sweeties. Heute gibt es Joey's Pizza. Thomas beim Betrachten. Ja, Thomas ist auch bei der Ahnengalerie. Hast du auch was Schönes entdeckt, Thomas? Ich habe noch nichts Schönes. Da hinten habe ich die Busters gesehen. Oh, das muss man. Kannst du. Komm, zeig mal. Busters in jungen Jahren. Ist schwierig, ob wir da jetzt hinkommen, ist nämlich alles zugestellt. Aber also, ich hatte vorhin einen Weg durch. Oh, ja, Thomas, man muss einfach nur schlank genug sein, kommen wir hier durch. Tatsache, die Busters in jungen Jahren, ist das geil. Die Busters in jungen Jahren, das war doch ziemlich weh. Ah, ne, das ist ja Barbara Anshaw. Busters. Nein, da oben drüber ist Tosho. Tosho, du Tosho und Mike und die Kollegen Blues von der Company. Haben wir noch irgendwas? Lydia Frey, die kennt ihr nicht. Louisiana Red, der Mann ohne Blues-Schema. Natürlich. haben wir noch irgendwo sind auch die Kollegen von Rumble on the Beach, Cliff Barnes und The Fear of Winning. Anders war Cliff Barnes. Oh, wie geil. Band ja. Gewesen. No one's got an asshole like a cowboy. Ja, ist wunderschön. Escape with Romeo. Die ganzen Helden der 80er sind hier. Blumenfeld, sogar Blumenfeld waren hier. Ich fasse es nicht. Und heute Bobbin B in Paderborn. Müsst ihr gesehen haben. Wenn ihr nicht da wart, wäre er schuld.